Geheimtipp, wenn Sie mehr erfahren wollen über Medizin, dann einfach bei Wikisana reinschauen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in dieser Runde im Fachformat Kolloquium, wo wir gleich über ein Thema reden dürfen, philosophieren dürfen und Ihnen hoffentlich ganz viele Empfehlungen mit an die Hand geben dürfen. In dieser Runde darf ich begrüßen Frau Professor Brigitte König, herzlich willkommen, Professor Dr. Alexander Rondek, Frau Dr. Med. Petra Wiechel und der Professor Dr. Elmar Wienecke. Ganz herzlich willkommen, in dieser Runde zusammenzusitzen. Ist schon eine große Ehre. Also nochmals danke euch allen, dass ihr da seid. Und wir haben letztes Mal eine Sendung gemacht, wenn wir der Gesundheitsminister wären, was würden wir eigentlich letztendlich verändern? Und haben dann aber auch schnell gespürt, dass wir auch eine Verantwortung gibt für uns selber, für uns Konsumenten, für uns Zuschauerinnen und Zuschauer. Und deshalb wollen wir hier mal angehen in dieses Thema und schauen, was können Sie zu Hause bitte verändern, um möglichst gesund alt zu werden? Was weiß die Wissenschaft, was weiß die Medizin, was wir sonst eigentlich nie hören? Und das ist das Thema dieser Runde. Mit dir habe ich heute noch nie angefangen, lieber Alexander. Fangen wir mal an. Was würdest du den Zuschauern empfehlen, wo sie ansetzen sollten, um wirklich eine gesunde Prävention zu betreiben? Also grundsätzlich bin ich ein Freund davon, immer Freude an was zu haben. Denn Freude ist aus meinem Verständnis der stärkste Antrieb, irgendwas zu ändern. Das heißt, wenn ich irgendwas ändern möchte, sei es in Ernährung, sei es in Bewegung, sei es in meinem Verhalten, wie ich mit anderen Menschen umgehe, soll das immer aus Freude sein, ich sollte es gerne machen. Es bringt wenig was, dass ich sage, ich gehe jetzt jeden Tag oder alle zwei Tage joggen 45 Minuten und wenn ich nach 5 Minuten schon sage, oh, wieso tue ich das? Was habe ich? Tag. Genau. Genau. Also grundsätzlich mit kleinen Schritten anfangen. Das kann bei der Ernährung sein, das kann bei der Bewegung sein. Es geht nicht darum, gleich mit Marathon zu starten, schaffen die wenigsten, sondern wenn man sich kleine Ziele nimmt und mit Freude und vielleicht auch mit anderen gemeinsam das zu machen, das gilt für die Bewegung, ja, dass ich so einen Buddy habe, mit dem ich das zusammen mache. Genauso gilt es fürs Essen. Warum koche ich nicht mit jemandem zusammen, wenn ich jetzt keine Familie habe? Aber ich kann es auch in der Familie machen, dass ich in der Familie koche. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem Thema, was mir spontan einfällt, was wir vorhin hatten. Wenn die Oma jetzt am Wochenende nach Hause kommt, vielleicht hat die noch ein tolles Gericht von früher, was sie damals immer gemacht hat, was ihre Mutter vielleicht gemacht hat, was man gleich mitnehmen kann. Und wo man feststellt, Mensch, das ist ja viel gesünder. Warum? Weil früher sehr, sehr viel mit Gemüse gekocht worden ist und man sehr viel Zeit auch verwendet hat in der Zubereitung der Sachen. Also kann ich auch viel mitnehmen. Wichtig ist, mit Freude, mit einem Lachen machen und dann wird das Ganze grundsätzlich schon mal besser. Ich bin da voll bei dir. Super. Ich habe nur gerade gelesen, dass 80% aller angestellten Menschen innerlich schon gekündigt haben und eine sehr depressive Stimmung eigentlich erleben. Und daher sehr schnell der Griff eigentlich zu Nahrungsmitteln ist, so Fast Food. Also da fehlt ja eigentlich schon das Glücklichsein oder die Einstimmung zum Glücklichsein, weil einfach die Umstände einen zermürben. Es gibt noch, ich muss kurz ergänzen, noch eine zusätzliche Information und eine zusätzliche Statistik. 5% der Menschen in Deutschland, in der Schweiz weiß ich es nicht, ist nur mit dem, was sie jobmäßig macht, zufrieden. 5%. Daher kommt die Unzufriedenheit. Und dann futtert man natürlich sehr viel dann schneller. Gerade das ist auch, was du auch angesprochen hast, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das wird die Petra genauso sehen, wenn die Kunden zu ihr kommen, die Patienten oder zu uns, dass ganz häufig aufgrund der auf der psychosomatischen Ebene, wenn wirklich Umstände nicht da sind, wenn Menschen nicht mit dem zufrieden sind, was sie tun, dann entwickelst du Kompensationsmechanismen. Und die gehen in so eine Richtung rein, wo du dann einfach frisst, ungesund dich ernährst. Das kennt jeder. Kenne ich auch von mir. Ich habe dir mal ganz offen gesagt, als ich fast Profi in Schalke war, war ich die größte Naschkatze. Eine Tafel Schokolade, jeden Tag große Marabu habe ich gegessen. Konsequenz war Bindegewebsschwäche, 12 schwere Operationen ohne Fremdeinwirkung.
das Gewebe übersäuert war. Wusste ich vor 40 Jahren nicht. Aber das ist so. Aber es passiert ja auch mir. Wir sind ja, ich spreche mal für alle, für die Petra, die auch ihre Laster hat, wie du oder wie Brigitte. Aber entscheidend ist im Grunde genommen, wenn wir den Zuschauer mitnehmen wollen, ist das, was er gerade sagt, es ist auch wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt in diesem Punkt. Zufriedenheit mit dem zu haben, bedeutet aber auch, wir haben über mehr Generationen gesprochen, dieses soziale Miteinander, das soziale Umfeld zu schaffen, da eine Zufriedenheit zu haben, das ist schon extrem wichtig. Das ist die Basis. Das ist die Basis, damit ich mich wohlfühle. Also wenn ich das soziale Miteinander, es muss jetzt nicht, wenn jetzt die Eltern verstorben sind, oder manchmal gibt es auch, da versteht man sich mit den Eltern nicht so gut, dann sollte man die natürlich auch nicht jedes Wochenende nach Hause nehmen, weil dann wird es anstrengend. Aber es ist, also es ist eine Mischung aus zu wenig Zeit. Das gilt fürs Essen machen, ja, darum esse ich schnell, ja, Unzufriedenheit. Und dann auch zu wenig Zeit, mir für bestimmte Dinge dann die Zeit zu nehmen, also das auch genießen zu können, das wahrzunehmen in dem Moment. Das ist das, was, denke ich, immer wieder fehlt und was es dann so schwierig macht. Also wir haben eine große depressive Stimmung, habe ich so das Gefühl. Und ich frage mich, hat das einen Zusammenhang mit der Digitalisierung der Welt, wo man nicht mehr schnell miteinander telefoniert, sondern schnell ein WhatsApp schreibt, wo man eigentlich nur noch so schnell kommuniziert und nicht mehr von Mensch zu Mensch agiert? Ich weiß es nicht, ob man sich so einfach machen sollte, nur auf die digitale Welt das zu schieben. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein bisschen so eine Grundeinstellung. Also ich kann mich auch wehren. Es gibt mit Sicherheit auch Tage, wo ich nicht so gut drauf bin, wo ich mir dann aber vielleicht bewusst machen muss, wie gut es mir manchmal auch geht. Klar, wenn ich in einem Job bin, ich liebe meinen Beruf, aber manchmal denke ich mir auch, Mensch, viel zu wenig Zeit, ich hätte eigentlich gerne mehr Zeit gehabt, um dem gerecht zu werden. Was mich theoretisch dann auch traurig macht. Auf der anderen Seite schaue ich dann verwechsel ich den Blickwinkel und sage, wem konnte ich denn heute was Gutes tun? Und wenn ich das dann sehe, dann erfüllt mich das wieder. Und ich glaube nicht, ich würde diese depressive Phase, das ist mir zu viel. Das würde ich so allgemein nicht akzeptieren. Für Einzelne, die eine bestimmte Umgebung haben, eine bestimmte Lebensgeschichte, klar, dass es einen traurig macht. Trotzdem bin ich von der Art her, dass ich sage, okay, aber was muss ich ändern? Weil ich möchte nicht da bleiben. Sondern was muss ich ändern, damit ich aus dieser Situation rauskomme? Das ist natürlich, wenn du jetzt vorhin hast ja die Arbeit angesprochen, das kann natürlich ein Coaching-Thema sein, grundsätzlich, um zu sehen, okay, wie ist denn die Arbeitsstruktur, in der ich mich befinde? Welche Möglichkeiten habe ich, was zu ändern? Wenn ich keine Möglichkeiten habe, an diesem Arbeitsplatz was zu ändern, dann ist natürlich immer, gibt es andere Berufsfelder, die mich vielleicht interessieren oder eine andere Firma, die mich interessiert. Das ist dann ein wirkliches Coaching-Thema. Also wie gehe ich damit um? Aber ja, ich würde es mir nicht so einfach machen. Man kann auch ein ganz einfaches Beispiel, die größte Problematik, Peter wird mir bestimmt recht geben, ist zurzeit die Schlaflosigkeit bei den Menschen. Schlaflosigkeit, Resultat, viele Ursachen, aber ich sehe es jetzt biochemisch. Wir haben über 60.000 Menschen untersucht bezüglich Tryptophan, Phenylalanin. Denen fehlen einfach Aminosäuren. Das sind ganz natürliche Aminosäuren, die biochemisch Serotonin, Melatonin aufbauen, dich ins Flow bringen. Das muss man auch mal einfach so biochemisch festlegen. Und die Medizin muss es begreifen, dass es auch wichtig ist. Aber der Endverbraucher muss es wissen, es ist wichtig. Sich dann zu guten Ärzten zu gehen, sich gut beraten zu lassen, das halte ich für extrem wichtig. Denn die können wirklich helfen. Und zwar nicht medikamentös, sondern ursächlich. Nicht symptombezogen, sondern mit den fehlenden Stoffen, die fehlen. Und nicht einfach, was ich so kritisiere, ist dieser Massenmarkt der Nahrungsergänzung. Die schmeißen sich alles rein, liebe Zuschauer. Seid nicht böse, das ist so meine, aber ich kann es teilweise nicht mehr hören. Geht zu Menschen hin, die euch helfen können, zu guten Medizinern, die euch dabei helfen können. Und nicht einfach, da passiert nämlich ganz viel in die negative Richtung. Ich weiß nicht, welche Erfahrung Sie beide als Mediziner haben mit diesem Thema. Dann, wenn ich ernähre mich schon schlecht, dann nehme ich wenigstens Nahrungsergänzung.
Das ist dann so die Gewissensberuhigung. Ich weiß nicht, welche Erfahrung haben Sie? Ja, und dann genau dann. Entschuldigung, wie viel hast du? Ja. Jetzt rein, kein Problem. Wir gehen trotzdem drauf. Das sind ja zwei. Ist gut. Oh, Scheiße. Okay. Nein, und dann ist es vielleicht auch noch von einem Discounter, wo man sagt, okay, da sind noch so viele andere Stoffe drin und das, was da drin sein soll, ist sowieso nicht drin. Das macht es schwierig. Also ich bin auch ein Freund, wenn Patienten zu mir kommen und Schlaflosigkeit haben oder gedrückte Stimmung, mir zu überlegen, welche Laborparameter muss ich bestimmen, um die Frage beantwortet zu bekommen, was im Moment bei dem im Körper nicht so läuft, wie es sein soll. Und das dann ursächlich wieder ausgleichen. Ursächlich ausgleichen heißt jetzt nicht ein Serotonin der Aufnahmehemmer, weil das ist kein Ausgleich, das ist eine Mangelverwaltung, die ich damit starte. Sondern muss man überlegen, okay, vielleicht ist der Stoffwechselweg von dem Tryptophan über 5-HTP und so weiter zum Serotonin, unserem Glückshormon, oder dann in Richtung Melatonin, ist irgendwo unterbrochen oder dem fehlen bestimmte Vitamine. Das kann ich aber alles bestimmen und gezielt auch geben. Die zweite Sache, die ich mir natürlich die Frage stellen muss, warum hat er überhaupt das? Warum hatte er einen Serotoninmangel? Oder warum kommt es da nicht an? Hat es einen anderen Ursprung? Das kann jetzt sein, dass ein Erreger im Körper ist. Das kann dauerhafter Stress sein, dass ein erhöhter Verbrauch ist. Aber diese Frage muss ich stellen. Also ich muss immer die nächste Frage stellen. Warum ist es so? Und wenn ich die Frage beantwortet habe, es ist aus den und den Gründen, was kann ich machen, damit sich das nicht wiederholt? Es ist zwar schön, wenn der Patient sagt, Mensch, mir geht es jetzt richtig gut, ich schlafe wieder gut und so weiter. Und er kommt nach einem Jahr wieder und sagt, ja, ich habe jetzt nichts mehr genommen, ich fühle mich jetzt wieder so wie vor einem Jahr. Das kann nicht meine Aufgabe sein. Meine Aufgabe muss sein, ich sage immer, mein Schönstes ist, ich sehe sie auf der Straße und sie winken mir zu und sagen, Rondek, alles gut. Und dann freue ich mich, weiß ich, okay, es ist genau so, wie ich es wollte, ursächlich behandelt und ihnen geht es weiterhin gut, weil das ist in dem Fall meine Aufgabe. Gut. Ich dachte eigentlich, wir steigen relativ schnell in die Ernährung rein. Jetzt habe ich aber verstanden, dass das der Entscheid zum Glücklichsein, die Einstellung, die innere, die Psyche natürlich viel entscheidender ist. Habe ich auch verstanden. Und jetzt habe ich auch verstanden, dass die Schlafbereitschaft... Nicht entscheidender, das würde ich jetzt nicht sagen, aber einen unglaublich wichtigen Aspekt, der meistens nicht zum Thema kommt. Sondern man sucht halt, ja, schlechte Stimme... Serotonin wieder aufnehmen. Ja, ich bin auch bei dir. Ich finde das A und O. Ich meine, Psyche und Körper, Psyche, dass es ein Zusammenspiel ist mir klar. Und dass alles auch nur funktioniert, wenn wir uns gut erholt und gut geschlafen haben, ist ja eigentlich auch klar. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber wichtig. Das heißt also, wir müssen, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer, und ich glaube, in München sind es ja relativ viel, die nicht schlafen können, habe ich in der Studie gesehen. Was müssen die Menschen tun? Das ist das Erste, einfach mal gut zu schlafen, damit sie wirklich auch frischer sind im Kopf. Also grundsätzlich ist ja auch die Schlafhygiene. Ich meine, das sind so banale Sachen. Aber das kann jeder eins zu eins umsetzen. Ich brauche mich nicht wundern, wenn ich mir am Abend von 20 bis 23 Uhr einen Thriller anschaue, dass ich dann schlecht schlafen kann. Und sage, ich verstehe das nicht, irgendwie schlafe ich schlecht. Ich war zwar erschöpft, aber jetzt haben wir das vegetative Nervensystem, das arbeitet die ganze Nacht weiter und versucht nach Lösungen zu suchen und das zu verarbeiten, was es gerade erlebt hat. Oder ich schaue mal noch kurz vorm Schlafen die Tagesschau an. Da kommt eine Fülle an Problemen, die ich als Person, Alexander Rondek, nicht an dem Abend lösen kann. Aber mein Gehirn arbeitet weiter und sagt, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das? Aha, die Preise steigen da. Hat das was mit der Praxis zu tun? Muss ich da irgendwie was? Das ist ja, es arbeitet weiter. Also ich sollte ja eigentlich, ganz einfach Sache, am Abend den schön ausklingen lassen. Das kann jetzt ein Hörspiel sein mit vielen Witzen. Ich nenne jetzt nicht denjenigen, den habe ich schon mal genannt. Oder ich lese was Nettes, ja. Oder ich mache eine schöne Musik. So, dann dass mein vegetatives Nervensystem weiß, aha, jetzt ist hier kein Kämpfen oder Fliehen. Ich muss keine Lösungen finden oder, sondern ich kann wirklich in Ruhe schlafen. Das sind Kleinigkeiten, ja. Und da brauche ich mir auch nicht die letzte WhatsApp anzuschauen, wo es dann, oder E-Mail, wo es wieder Ärger gab. Ja, das beschäftigt mich sonst die ganze Nacht. Kein Wunder. Also nicht zufrieden geben mit Diagnosen, dass man jetzt Schlafprobleme hat, sondern jedes Schlafproblem lässt sich lösen. Ich würde es nie pauschal sagen. Ich bin keiner, der immer 100% sagt. Grundsätzlich ja. Aber man muss halt nach der Ursache forschen und man muss auch ehrlich sein. Also das heißt, was? Wir haben jetzt ganz ein praktisches Beispiel. Wir haben ja eine große Studie mit ADS-Kindern gemacht, die
viele Ursachen haben, keine Frage. Wir haben viele, viele Dinge untersucht. Wir haben selbst Ärzte gehabt, die ADS hatten, die bei mir ihre Masterarbeit geschrieben haben. Beide hatten ADS, beide waren selbst betroffen und haben dann ihre Arbeit geschrieben. Haben mal versucht zu recherchieren, wie kommt das eigentlich bei mir. Rausgekommen ist zum Beispiel eine ganz banale Geschichte, liebe Zuschauer. Das hat jetzt auch keine, setzt keine große Diagnostik voraus. Aber wenn du dem ein gutes, qualifiziertes Magnesium gibst, 150 Milligramm Bisglycinat von mir aus, was nicht auch Durchfallerscheinungen hervorruft, und du gibst dem morgens, mittags und abends 150 Milligramm, dann detonisierst du den gesamten Bereich, das gesamte vegetative Nervensystem. Und dann ist das Schlafverhalten abends deswegen besser, weil du den ganzen Tag tagsüber schon gedämpft. Und so war es bei den Kindern. Allein nur die Gabe von dreimal am Tag hat schon dazu geführt, dass die Gedämpfte durchs Leben gegangen sind, detonisiert haben, Spannung. Und was bedeutet das letztendlich? Bessere Glukoseverwertung. Denn biochemisch gesehen hat Magnesium einen direkten Einfluss auf die gesamte Glukoseverwertung. Also ein Diabetiker, der zum Beispiel Magnesium verteilt nimmt, reduziert allgemein schon den HbA1c, wenn nur durch die Magnesiumgabe. Das ist wirklich einfach. Das sind einfache Mittel, die man nutzen kann, ohne dass ich große Diagnostik machen kann. Aber allein detonisieren. Und ich gebe natürlich recht, allein die Schlafhygiene spielt eine enorme Rolle. Und wenn die Leute natürlich abends nach dem Krimi ins Bett gehen wollen, dann brauchen sie kein Magnesium. Also das habe ich ja auch gelernt. Da hast du mir mal noch gesagt, eine Stunde vom Schlafen geben eine Magnesiumtablette um 5 HTP. Ja. Und ich dachte immer, es ist normal, 2 Stunden zu benötigen, um einzuschlafen. Jetzt schlafe ich in 5 Minuten ein, das ist ja für mich ja unfassbar schön. Ja, und da sprichst du zum Beispiel einen wichtigen Punkt an. Ich kann Peter auch gerne was zu sagen aufgrund ihrer Erfahrung. Das ist zum Beispiel das, was ich so kritisiere, dass dann so die Selbstmedikation stattfindet. Dann nehmen die irgendwie L-Tryptophan. Jetzt muss man aber wirklich, das gehört in ärztliche Hände. Das muss man wissen, oder in therapeutische Hände. Ein Mensch, der Silent Inflammation hat, der eine chronische Entzündungsreaktion hat und sich L-Tryptophan reinnimmt, da entstehen Kynurenine, sehr kompliziert, aber einfach, können toxische Natur sein und genau das Gegenteil bewirken. Und das ist eben das, was wichtig ist, nicht eben die Selbstständigkeit, sondern den Rat und Tat von wirklich kompetenten Ärzten aufzusuchen, wo man da helfen kann. Ohne Medikation, mit natürlichen Mitteln, keine Frage. Gut, jetzt gehen wir aber vielleicht doch irgendwann mal in die Richtung Nahrungsmittel rein, oder? Ja. Liebe Petra, was würdest du eigentlich hier ansetzen an? Was für eine Nahrungsvielfalt würdest du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern empfehlen für eine gesunde Prävention? Na, ich finde ja so aufgrund der Tatsache immer wichtig, dass wir davon, wegkommen. Denn wenn alles auf dem Teller ist, unser Körper ist nicht sehr anspruchsvoll, aber das, was wir im täglichen Leben ihm aufbürden, was er alles leisten muss, das fordert ein Gleichgewicht, das kann er durch die heutigen Nahrungsmittel nicht mehr decken. Mhm. Das sehen wir. Also ich habe noch nie so viel Selenmängel gesehen, so viel intrazelluläre Kaliummängel, so viel Q10, das mache ich ja standardisiert. Das ist schon erschreckend. Und der zweite Schritt ist natürlich zu wissen, was dann auch weiterhin Folge sein kann, sodass die Gabe dieser Dinge natürlich heutzutage allein durch die Region, in der wir leben, durch den Sonnenstand, die wenigsten Expositionszeiten schon eine Vitamin D für meine Begriffe Dauergabe notwendig sind. So. Und ich kann da kein großes Allgemeinrezept geben, das musst du jetzt alle einnehmen. Aber wenn man sieht, wie unsere Lebensmittel so wenig fermentiert sind, wie auch eine Mikroflora des Darmes, der ja alleine entscheiden kann, welches Milieu baut er wo auf. Das sind ja unglaubliche Unterschiede zwischen Magen, Dünndarm, Dickdarm, Rektum. Und das weiß der am besten. Also wir müssen uns nicht anmaßen zu glauben, dass wir wissen, das ist eine Intelligenz, die behält er sich vor und auch die Prioritäten behält er sich vor. Aber er ist darauf angewiesen, dass wir hohe Fermentation, rechtsdrehende Milchsäure, genug ausreichende Bifidusbakterien, Lactobacillen, Enterococcus sich anreichern kann. Das muss auf den Teller. Das muss alles irgendwo in meinem gesunden Leben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich es natürlich auch wissen. Durch Sauerkraut, durch rohes Sauerkraut, durch Sauerkrautsaft, durch Apfelessig, durch Regulat, durch effektive Mikroorganismen in sämtlicher Form.
Also die Palette, die ist für mich, die Kunst besteht darin, für mich so wenig wie möglich, so gezielt wie notwendig. Und manchmal muss ich wirklich als Arzt eine Brücke bauen, weil Tryptophan wird im Darm gebildet, Serotonin. Das sind alles Dinge, die wir heute bei den Schlafstörungen zum Beispiel wissen. Wer kümmert sich um Inflammation, Entzündung und Schlafstörung und all die Dinge? Und da ist natürlich eine Darmgesundheit für meine Begriffe die oberste Priorität. Und viele Dinge sind dann immer erst sekundär. So dass ich diese beiden Dinge für meine Begriffe erstmal so stehen lassen würde. Und alles andere entsteht natürlich, indem ich viel zu wenig von selenhaltigen Nahrungsmitteln, Nüsse und so weiter auch konsumiere. Das wäre nämlich toll, wenn ich das mit 6 Paranüssen oder noch wie viel mehr abdecken würde. Und trotzdem erleben wir heute eine hohe Belastung der Menschen mit Herbiziden, Pestiziden, Glyphosat, Mikroplastik, Nanopartikeln. Ich erlebe das ja durch das, was wir tun hier, und habe das dann auch schwarz auf weiß im Eluat. Sehe, dass der Bedarf einfach höher ist, als wir Menschen heute noch glauben, dass wir es durch die Ernährung in irgendeiner Form dem Körper ermöglichen, seine eigenen Reserven erstmal auszuschöpfen. Und da ist er ohne, wie? Clean Eating, sagt Kurt immer. Clean Eating heißt diese Naturbezogenheit des Essens. Das ist das ganz Entscheidende. Natürlich. Und das wird vielen, vielen Menschen helfen, auf naturbezogene Dinge zurückzugreifen, nicht alles artifiziell hergestellt. Ja, ja. Aber wenn die Leistung so hoch ist und das Angebot dann letztendlich kein Kopf zu Defizits. Deshalb sage ich ja, und früher habe ich gedacht, das werde ich gar nicht empfehlen brauchen, weil meine Aufgabe wird sein, dass über die Ernährung, und da muss ich mich einfach wirklich korrigieren, das ist fatal, fatal, was wir sehen, was Menschen heute für Mikronährstoffmängel haben. Ja. Aber ich würde es nicht austauschen und sagen, ihr müsst es alle, sondern ich würde es wirklich gezielt symptomatisch anpassen. Ich muss sagen, wer verliebt ist, kann die ganze Nacht im Regen stehen, weil sein Parasympathikus ist auf Mount Everest Höhe. Da kannst du nicht erwarten, dass du nächsten Tag einen Infekt hast oder einen Virusinfekt. Aber das ist das, was uns unbewusst vegetativ steuert. Der Körper setzt die eigenen Signale auf Schutz oder auf jetzt Kampf und Flucht. Und alles andere verändert sich. Meine Wahrnehmung vom Leben verändert immer meine Körperchemie. Und da sind wir alle gefordert. Und da, ach, danke für eure große Aufbauarbeit, die ihr da leistet, auch in der Richtung. Diesen Ding ganz gezielt, diesen Ding präventiv ganz gezielt. So muss ja dann auch etwas aussehen, da anzusetzen und zu hinterfragen, warum kommt es dazu? Du hast gerade was ganz Richtiges angesprochen. Das muss man auch mal in aller Deutlichkeit dem Zuschauer klar machen. Du weißt, ich habe es in einer der Sendungen schon mal gesagt, aber es gibt eine Studie, wir haben damals eine klinische Studie gemacht mit dem Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen. Wir haben Frauen genommen, die dreimal die Woche ein gezieltes Ausdauertraining nach ganz medizinischer Vorgabe gemacht haben im aeroben Bereich mit Pulsfrequenzkontrolle, halbes Jahr kontrolliert, und ich habe nachweisen können, dass diese Frauen den normalen Magnesiumbedarf nicht decken konnten. Selbst bei einer ausgewogenen Ernährung, wir haben von 200 Frauen 100 ausgesucht, die sich außergewöhnlich gut ernährt haben. Ich habe dir auch gesagt, das ist leider auch für den Zuschauer häufig total unverständlich, weil wir immer wieder hingehen, auch in den öffentlichen Medien, und sagen, eine ganz normale, ausgewogene Ernährung reicht aus. Du hast es schon gesagt, reicht nicht mehr. Aber mit dem Hintergrund, mit dem Wissen, dass die Global Burden of Disease-Studie 2019, das haben meine, woher weiß ich das, als von meinen Studenten, die für mich arbeiten, die recherchieren das alles weltweit. Und dann sage ich, was gibt es? Die haben Studien durchgeführt, dass nur 25%, liebe Zuschauer, der gesamten Bevölkerung in Europa nur das erreicht, was die Ernährungsgesellschaften vorgeben. Ob das alles richtig oder falsch ist, wage ich jetzt mal gar nicht zu bewerten. Das heißt, wir müssen generell, wenn es so ist, dass nur 25%, das heißt also 75% ist schon deswegen unterversorgt, weil sie sich gar nicht gut ernährt. Ja. Dann die Alternative zu suchen, jetzt irgendwas zuzuführen, um das Gewissen zu beruhigen, ist falsch. Aber wichtig ist im Grunde genommen, hier muss man einmal auch mal ganz klar eine Lanze brechen. Ich habe neulich noch ein Interview gehört von einem öffentlich-rechtlichen Medium, und da habe ich nur gesagt, völlig falsche Berichterstattung, macht es doch mal richtig. Weltweit hat die 1900 und im Jahre 2010 ist die TU Braunschweig angefangen und hat untersucht, wie sind in ganz normalen Pflanzen in Europa, oder ich weiß nicht, wo es jetzt gemacht worden sind, hat man einen Feldversuch gestartet, halbes Jahr, hat die Pflanzen unter CO2 gesetzt,
20-30% der Mineralstoffen waren raus. 2002. Das war damals, als ich für die Bertelsmann, 2010 und 2002 hatte ich für die Bertelsmann Stiftung Analysen gemacht. Mit der Recherche, mit dem Ergebnis. Die haben sich gut in der trotzdem unterversorgt. Und da kam so die Diskussion auf, was passiert denn hier eigentlich? Die bemühen sich schon und trotzdem ist gar nicht mehr drin, was da aufsteht. Das sind die Folgen von langfristigen umwelttechnischen Veränderungen, die sich ergeben haben. Das ist wirklich so. Und wenn man das weiß, dass so wenige Menschen das erreichen und man weiß, dass biochemische Resultate sind, dass biochemische Prozesse nicht ablaufen, das sind ja die Menschen, die dann ihren Rat oder ihren Rat suchen und sagen, was kann ich denn tun? Ja, Brigitte, ich möchte gerne mal zu dir rüberkommen. Ich habe immer wieder auch gelernt, dass die Mitochondrien ein Schlüsselpunkt sind für unsere Gesundheit. Je mehr ATP da produziert werden, desto fitter sind wir. Und dass Krankheit auch immer einen Zusammenhang hat, letztendlich mit mangelnder Energieversorgung. Ja, also Mitochondrien sind eben mein Spezialgebiet, mit dem ich mich beschäftigt habe, ist schon eigentlich... Sie ist die Päpstin der Mitochondrien. Ja, ja, ich weiß es schon, ich stehe auf dazu. Nein. Und ich habe es natürlich sehr einfach, und sagen, ohne Mitochondrien, wenn die nicht funktionieren, sterben wir. Ja, also das ist so gesehen. Also müssen die Mitochondrien in Ordnung sein, das ist die Grundlage von Gesundheit, Healthy Aging, wie wir es auch immer nennen wollen. Also, und die Mitochondrien sind Energieproduzenten, also Energie, ATP. Ohne dieses ATP können wir nichts machen, keine Stoffwechselprodukte, können wir kein Serotonin produzieren, kein Tryptophan umändern, keine Pestizide abbauen, nichts. Ja? Also die Energie brauchen wir. Die Mitochondrien machen aber nicht nur Energie. Sie sind auch, das weiß man schon lange, aber es wird immer ins Bewusstsein gekommen, die letzten Jahre, dass sie auch sehr viel regulieren. Also ein ganz großes Wort oder jetzt modern ist Immunmetabolismus, wenn ich mal so ganz kurz mal abgreifen kann, was Mitochondrien so machen. Immunmetabolismus heißt, sie regulieren, wie unsere Immunabwehr ist. Also ob unsere T-Zellen und B-Zellen genau das tun, was sie tun sollten. Und das Immunsystem ist eigentlich auch das Zentrum des Alterns inzwischen. Weiß man, ein bestimmtes Stichwort nur mal, wer es schon gehört hat, seneszente Zellen. Also Zombie-Zellen, die dann alle anderen Zellen auch negativ beeinflussen, einschließlich chronischer Entzündung. Das heißt also, die Mitochondrien produzieren nicht nur Energie, sondern sie regulieren auch, ob bei einem Virusinfekt jetzt unsere T-Zellen, die wir als Abwehr haben, dann eine ganze Armee bilden. Das heißt, die vermehren sich. Also aus einer Zelle werden Hunderttausende von Zellen. Aber dafür müssen die Mitochondrien den gesamten Baustein produzieren. Die Proteine, also damit neue Zellen entstehen. Und dann müssen die aber auch funktionieren. Wenn sie das nicht tun, können wir auch keine Armee bilden an Abwehrkräften. Also das ist dieses ganze Gebiet des Immunmetabolismus. Da können wir rein weitergehen auf Autoimmunerkrankungen, die wichtig sind, die davon abhängig sind. Regulatorische T-Zellen, also Immunkrankheiten. Dann Herzerkrankungen, haben wir vorhin mal ganz kurz schon mal angesprochen. Herzmuskelzellen sind wieder von Energie abhängig, aber da müssen die Fettoxidation muss da sein. Also wenn die Muskelzellen nicht Fette genug produzieren können, also abbauen können, dann haben die Herzmuskelzellen nicht genug Energie. Das heißt, der Abbauweg muss aber auch funktionieren. Also die Mitochondrien sind jetzt bei sehr vielen Sachen zentral. Man weiß, dass die Mitochondrien bei MS eine Rolle spielen, bei Alzheimer eine Rolle spielen, ob sie jetzt sekundär dann noch zusätzlich geschädigt werden oder primär, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber auf jeden Fall müssen sie wieder in Ordnung sein, damit das alles wieder funktioniert. Ja, also das ist zweifelsfrei. Ja, auch für den Darm ist es wichtig, das ganze Darmepithel. Wenn da die Mitochondrien nicht funktionieren, ist der gesamte Leaky Gut oder die Aufnahme der Nährstoffe nicht mehr gegeben oder die Produktion der Bakterien. Wir können sagen, wir müssen unsere Mitochondrien schützen, also Antibiotika ist ein großes Thema, Medikamente, also Antibiotika brauchen wir, gar keine Frage. Wir sind froh, dass wir die haben, Penicillin, Entdeckung, ganz fantastisch. Um Gottes Willen, das ist sehr, sehr wichtig. Aber man muss sie nicht einnehmen, wenn sie nicht nötig sind. Ja, also deswegen gibt es ja in den Kliniken die Einführung auch des Antibiotic Stewardship, dass man wirklich guckt, sind die Antibiotikagaben adäquat, müssen wir sie wirklich geben. Aber auch das müsste noch mehr in die Arztpraxen eigentlich eingeführt werden. Also muss wirklich jemand, der jetzt gerade einen Infekt hat, ein Antibiotikum bekommen. Dann, also
Also Medikamente schaden? Medikamente schaden auch, ja. Antidepressiva sind ganz stark, die Mitochondrien schaden. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass man also da nicht gleich zu Antidepressiva greifen sollte. Wenn einer es muss, gar keine Frage. Das ist, steht jetzt, glaube ich, uns alle einig. Aber dann wäre nur als Notfall. Und dann zu sehen, wie kann man das wieder beseitigen, ja. Was können wir denn aktiv tun, damit die Mitochondrien möglichst optimalste Leistung haben? Gut, oder kriegen? Ja, also die Oder was hassen Sie, nebst den Medikamenten? Sie hassen Medikamente. Sie hassen zu viel Stress, ja. Stress, ja. Sind wir wieder bei der Psyche, genau. Ja, die Psyche auch, weil Sie haben ja Rezeptoren für Neurotransmitter und reagieren da drauf. Also ganz tolles Beispiel ist ja dieses Fluchtverhalten, ja. Fight and flight. Ja, doch, ja. Genau. Da gibt es also auch sehr schöne, ganz alte Publikationen. Die haben das sehr schön untersucht und da stimmt also auch, das ist also bleiben wir mal bei dieser Energieversorgung, ATP. ATP brauchen unsere Zellen, aber es ist genau fein getuned, genau wie viel wir brauchen für pro Zelle. Es wird nicht zu viel produziert, weil wenn es zu viel produziert wird, müsste es ja wieder abgebaut werden. Erstmal wäre es unsinnig und dann der Abbauprozess ist dann aber auch wieder schädlich. Das heißt also, es wird wirklich fein getuned. Ich möchte jetzt gar nicht eingehen, wie das geht. Wir wissen es selbst noch nicht, wie das funktioniert, aber es wird genau reguliert, ja? Immer genau angepasst an die Situation. Und das ist dieses Rückkopplungsmechanismus. Das heißt, die Zelle guckt immer, habe ich genug ATP, muss ich noch mehr machen? Habe ich genug, muss ich mehr machen? Und dieses Prinzip wird ausgeschaltet, wenn wir eine Angstsituation haben. Das war natürlich eine Überlebensstrategie früher. Also Sie sehen jetzt zum Beispiel, ein Löwe kommt hier. Ja? Dann kann die Zelle nicht erstmal sagen, habe ich genug ATP? Muss ich wieder Neues bilden? Oh, ich muss noch mal 3 Schritte laufen, ich brauche wieder Neues. Dann heißt es, wird so viel ATP produziert, weil der Körper ja irgendwie, wo er weiß, durch die Neurotransmitter, dass er die nächsten 100 Meter das Energie braucht. Ja? Also sonst können wir nicht irgendwo abhauen. Ja? So. Und diese Stresssituation haben wir behalten. Nun laufen wir heute aber nicht mehr vom Löwen weg, vielleicht nur noch selten. Ja? Andere Stresssituationen machen das Gleiche, bloß dann verbrauchen wir aber unser ATP nicht mehr. Es wird angesammelt und dann muss der Körper, die Zelle, das wieder abbauen. Dabei stehen aber Sauerstoffradikale, die schädlich sind. Einmal ist kein Problem, ja, wenn wir das mal haben, Stresssituation oder jeden Tag einmal. Aber wenn wir dauerhaft das haben, dann wird dieses Mechanismus ja ständig produziert, also ständig werden die Mitochondrien haben zu viel Sauerstoffradikale und dann wird oft auch die mitochondriale DNA geschädigt. Und wenn die geschädigt ist, macht sie falsche Enzyme und sie kann alles nicht mehr leisten. Also jetzt mal zusammenfassend einfach formuliert. Und da ist deine Arbeit wirklich, jetzt nicht weil du hier sitzt, das würde ich dir auch so sagen, wenn du nicht hier sitzen würdest, das weißt du, für mich exorbitant wichtig. Wir haben gerade das Projekt mit der Zahnmedizin gemacht, ja. Mit den Implantologen. Wir haben 30 Zahnärzte genommen, 30 Zahnpatienten genommen, die implantologischen Einsatz hatten, die einen hohen AMMP8-Wert hatten, also ein Biomarker, liebe Zuschauer, der zeigt, wie stark ist deine Kollagenolyse, ja. Wie stark ist deine Substanz. Und da ist die Aufgabe, das, was ihr macht, unglaublich wichtig. Warum? Die mitochondriale Medizin hat gezeigt, dass die Kopplungseffizienz, also die Fähigkeit der Zellen, ATP, Sauerstoff in ATP zu verwandeln, deutlich besser wurde. Und das ist auch dann wichtig für uns und auch für die Medizin, weil nämlich das der Nachweis ist, dass mikronährstoffgezielte Zufuhr eine unglaublich hohe Effizienz hat. Ja. Deswegen hilft die mitochondriale Medizin. Das ist die Basis für die Medizin, uns Hilfestellung zu geben, ihnen zu helfen. Wir haben das mit den Implantologen dann schon 2008 schon mal gemacht. Ich habe es dir schon mal erzählt. Ja, das hast du erzählt. Rolf Briand war da sehr als Implantologe aus Köln, der jetzt aber nicht mehr tätig ist. Und der hatte das ins Leben gerufen, hat mich mal irgendwann mal angerufen. Und zwar sagt er immer, es ging um Implantologie, also verschiedene Zahnersätze. Das heißt, das Zahnbett muss richtig vorbereitet werden, damit dann auch die Implantate richtig gut halten, einheilen und keine Periimplantitis bekommen und all diese Sachen. Und da haben wir auch mit chondraler Medizin das erstmal gemacht und die Patienten mussten dann 3 Monate wirklich aber hochdosiert alles nehmen. Wir haben vorher analysiert, wie ist das, und haben das aber auch in der Pathologie untersucht und gesehen, dass dann die gesamte Struktur viel, viel besser war und die MMP8 dann also auch weniger war. Das heißt also, wir haben das 2008 schon gemacht. 2008 schon gemacht, auch publiziert. Du, die müssen, aber ist ja die gut. Schickst du mir noch, die habe ich nämlich nicht. Ja. Publikation. Oh, gut.
Also ich fasse das ganz kurz zusammen. Eigentlich ein Antistress sollten wir mehr leben. Also weg aus diesem Stress-Hamsterrad, vielleicht Medienhygiene nutzen, um nicht mehr einfach immer mit Ängsten zu verknüpft zu werden, dass der Löwe nicht ständig hier im Raum sitzt. Das ist etwas, was sehr optimal wäre für unsere Gesundheit, dass wir möglichst hohe ATP-Produktion haben und letztendlich auch die Selbstheilung und eine gewisse Basisversorgung an Mikronährstoffe, die heute einfach garantiert nicht mehr über die Nahrungsmittel gegeben sind. Hier habe ich zwei Punkte jetzt mal aufgeschrieben aus dieser Diskussion heraus. Was mir aber noch fehlt, ist eigentlich die gezielte Gabe. Was brauchen denn die Mitochondrien sonst noch, um möglichst optimal zu laufen? Gut, sagen wir vielleicht erstmal noch mal zu dem Letzten. Meine Oma hat immer gesagt, wenn du dich ärgerst oder fürchterlich aufregst, lauf einmal ums Haus. Ja, also Myokine, Bewegung, ja, körperliche Bewegung. Wir haben jetzt einen Hund im Studio, den zu streichen und zu spielen, 5 Minuten, herrlich. Genau, das ums Haus laufen heißt auch noch, dass das überflüssige ATP noch abgebaut wird, ja, dass man sich bewegt und man hat zusätzlich noch die Myokine, ne? das ist richtig. Ja. Und das Adrenalin. Und das Adrenalin, ja, genau. Genau, richtig, weil durch den Stress wird Adrenalin, also vegetative Nervensystem startet. Das, also Sympathikus, der schüttet dann das Adrenalin und das Noradrenalin aus, also die Stresshormone. Und die werden abgebaut durch Bewegung. Also ich kann das wieder zurückführen und sagen auch häufig immer Patienten, ich brauche die Bewegung nach so einem nervigen Tag, um einfach wieder runterzukommen. Bitte Pettersen. Oder? Entschuldigung. Die Pettersen hat in Kopenhagen über 10, 15 Jahre diese Myokine untersucht und hat festgestellt, dass die Bewegung, egal welche Art der Bewegung, ob Krafttraining, Ausdauertraining, dass das einen enormen Effekt hat in Richtung quasi Immunkompetenz, aber auch vor allen Dingen in der Kompetenz, dauerhaft gesund zu bleiben, aber insbesondere, sie hat dann, das hat sie noch nicht so gemacht, das wäre noch ein Aber, die mitochondriale Geschichte hat sie nicht untersucht, ne? Aber trotzdem weiß ich, dass es die ersten Analysen gibt, dass gerade da diese Bewegungskomponente gerade die Mitochondrien extrem stärkt. Was er gerade sagt, geh lieber um den Block, geh jeden Tag 500 Meter spazieren, mach oder geh 10.000 Schritte jeden Tag, so Kleinigkeiten, weil das ist das, was den Zuschauer interessiert. Geh wirklich 10.000 Meter am Tag. Wer macht denn das heute? Also ich frage Sie jetzt mal. Also es gibt ja eine schöne Blockstudie, so heißt die. Ich habe dich schon wieder gesiezt. Ja, ich gehe einfach drüber hinweg, wir trinken dann nochmal einen Wein zusammen und dann Macht das mal besser. Es gibt zwar kein Alkohol, aber egal. Alles gut. Trinken wir irgendwas an. Die Blockstudie, das ist eine in China, eine China erhobene Studie mit 430.000 Leuten. Und die Aufgabe war einzig und allein, dass die Teilnehmer jeden Tag zusätzlich einmal um den Block gehen. Und das hat man über 8 Jahre verfolgt. Und was man festgestellt hat, dass sowohl die Mortalität, also das Risiko an zu versterben, krank zu werden, als auch die Morbidität, als auch die Mortalität, also krank und versterben, um zwischen 15% und 25% gesunken ist. Und das war das Einzige, was sie gemacht haben. Blockstudie. Wow. Die ist super. Also ist auch, ich glaube, in Lancet erschienen und wird oft zitiert, häufig. Ja, also durch Bewegung, und das ist, jetzt geht es nicht darum, jeden Tag eine Stunde zu laufen, sondern auch schon so kleine Sachen, darum wollte ich das nur bestätigen. Nehmt einfach immer den weitesten Parkplatz. Man nimmt nie den nächsten. Besonders nicht vom Fitnessstudio. Den nächsten fährt ganz nah ran, am besten vom Eingang, um dann oben eine Dreiviertelstunde mich auf das Spinningrad zu setzen und dann schnell wieder. Und die Treppe. Ja, die Treppe. Dann einen Aufzug meistens auch noch. Aber sind wir nicht fertig? Mitochondriale Versorgung. Ja, genau. Das war die Frage. Also die Mitochondrien, das sind jetzt rein in der Biochemie. Da möchte ich jetzt nicht in Milligramm und sowas machen. Also sie brauchen Mineralstoffe, B-Vitamine. Wir haben aber auch sehr viele Enzyme, wenn man Akkutationen kommt zum Q10. Das wird aber selbst gebaut von unserem Körper. Natürlich müssen die Enzyme da sein. Dann brauchen sie Magnesium. Zink, Selen sowieso, diese manchmal ein bisschen Mangan natürlich auch. Also diese Grundversorgung ist schon notwendig, damit das alles funktioniert. Ne? Mhm. Bestimmte Enzyme sind mit dem Alter, lassen leider nach. Da muss man natürlich sehen, dass man die Mineralstoffe auf jeden Fall hat, um da nicht noch in Mangel zu kommen. Und da muss man eventuell mal substituieren. Das kann man dann sehen. Aber sie brauchen also ja, eigentlich sind sie sehr genügsam, ne? Sie brauchen einfach nur. Aber dauerhaft. Niacin brauchen sie natürlich, klar, bestimmte Baustoffe, ja.
Aber dauerhafter Stress führt dazu, dass auch Glutathion mehr verbraucht wird. Ja, das ist ja ein Antioxidant in der Zelle, ein sehr aktives, das wird dann verbraucht. Mhm. Klar. Kann auch wieder recycelt werden. Mhm. Dazu braucht man aber auch wieder andere Enzyme. Man genau. braucht wieder auch Mangan besonders. Selen, wenn das nicht da ist, kann das mhm. nicht recycelt werden und das mhm. fällt weg. Richtig, das muss man schon dann beachten. Es gibt ein paar Personen, die haben mit dem bisschen Probleme, dass das Glutathion richtig an die Ort und Stelle kommt. Also sind solche SNPs, solche Genpolymorphismen, die müssen dann besonders darauf achten, dass sie genügend Glutathion haben, damit das nicht noch im Mangel kommt. Ja. Aber das, was ich jetzt alles so von dir höre, und auf der anderen Seite höre ich, dass die Ernährung das eigentlich gar nicht mehr sicherstellen kann, dann gibt es ja für mich eigentlich als gesunder Zuschauer eigentlich nur die einzige und wahre Lösung, regelmäßig eine Mikronährstoffanalyse zu machen, zu schauen, ob mein individueller Körper irgendwelche Defizite hat. Ja, ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Das ja, dann ist dann natürlich richtig wichtig, wo mache ich die Analyse? Nur im Blut. Da kann ich höchstens noch nachweisen, ob mein Körper es aufgenommen hat, wenn es im Blut ist, aber nicht, ob es wirklich benutzt wird und eingebaut wird und verwendet wird. Deswegen haben wir uns ja schon seit mehreren Jahren damit beschäftigt, dass wir sagen, wir können wirklich testen, wie die Mitochondrien-Funktionen sind. Und dann können wir sehen, sind die in Ordnung und was fehlt oder wo müssen wir eingreifen. Man sieht dann an bestimmten Parametern, wo ist das Defizit. Also ist es mehr vielleicht doch beim Selen oder können die Leute keine Fettsäuren oxidieren. Da muss man sehen, ist vielleicht das Carnitin, da muss man sicherlich ein bisschen ausprobieren, aber man kriegt Hinweise, wo es ist. Das heißt also, wir haben die Testsysteme aufgebaut, das ist auch, was wir gemacht haben, um zu testen, wie gut sind denn meine Mitochondrien in der Funktionalität. Und dann zu sagen, dann muss ich gezielt eingreifen, beziehungsweise ich habe dann auch einen Ausgangswert, um zu sehen, ist die Therapie, die ich jetzt mache, ausreichend oder muss ich noch mehr machen? Und entscheidend da ergänzend, das ist immer das, was ich ja sage, wenn du eine Vollblutanalyse machst, hast du ernährungsphysiologische Schwankungen. Wenn du heute die Analyse machst, morgen und übermorgen, liebe Zuschauer, haben sie Schwankungen. Wir haben das gemacht, tausende von Analysen gemacht, verschiedenen Tageszeiten gemacht. Das heißt, da sind die Schwankungsraten gut. Wenn ich jetzt aber eine gute Basis haben möchte, wie viel Gramm braucht der dann Q10? Was braucht er? Da muss ich wissen, das muss ich intraerythrozytär machen. Das muss ich in den roten Blutkörperchen machen. Das machen in Deutschland 9 Institute, weltweit 10. Wir haben 10 Jahre die amerikanische Nationalmannschaft von Jürgen Klinsmann betreut. Wir waren in Amerika. Ich war in Moskau. Ich war überall, weil wir aus dem Spitzensport das umsetzen wollten. Und wir haben keine Labors gefunden, die das intraerythrozytär gemessen haben. Ist das das, was jetzt die Brigitte gesagt hat? Nein. Die mitochondriale Ebene ist das zusätzlich. Aber wenn ich diese Messung vornehme, was fehlt dem Körper wirklich, dann muss ich, und das ist ja das, was ich immer seit Jahren propagiere, deswegen auch der Studiengang, wir brauchen Daten. Daten brauchen eine Datenbank. Wir haben eine mit 60.000 Daten. Wir haben weltweit, liebe Zuschauer, müssen Sie sich vorstellen, keine einzige Mikronährstoffdatenbank. Ich habe mal gefragt, wenn ein Patient zu Ihnen kommt, wie viele Tausende von Diabetikern hast du untersucht, wie alt waren die, wie schwer waren die? Es gibt gar keine Mikronährstoffdatenbank. Wir haben 3,5 Millionen Euro in diese Datenbank gesetzt, jahrelang gesetzt, weil wir gesagt haben, ich kann doch nur bewerten, wenn ich wirklich vergleichbare Patienten habe. Und das ist evidenzbasiert. Evidenzbasiert, retrospektiv betrachtet. Und das ist das, was wir brauchen. Und dann muss man hingehen, natürlich zusätzlich die mitochondriale Komponente messen. Und wie macht man das? Gut, wir machen jetzt im Moment hauptsächlich die peripheren Blutleukozyten, was man also aus dem Blut gewinnen kann. Wir können natürlich auch aus den Zellen nehmen, aus Biopsien, aber das würde man jetzt ja erstmal nicht nehmen wollen. Wir wissen von auch sehr guten Publikationen, dass man die peripheren Blutleukozyten verwenden kann, um zu sehen, wie ist allgemein der Zustand der Mitochondrien im Körper, überhaupt auch in Geweben. Natürlich kann ich nicht sagen, meine Leberzellen haben jetzt genau den gleichen Zustand, aber ich kann sagen, da stimmt etwas nicht. Ja, wenn die peripheren Blutleukozyten, die ja durch den gesamten Körper gehen, die nehmen ja alles auf, Stresssituation auf, falsche, die Enzyme, die nicht da sind, ja, nicht genügend Mineralstoffe, und das sehe ich an den peripheren Blutleukozyten. Das heißt, ich isoliere die über eine bestimmte Methode aus dem Blut und analysiere dann unter definierten Bedingungen, die kann ich dann auch immer noch ändern, was schaffen die Mitochondrien, also produzieren können, sind sie überhaupt in der Lage, in Ruhe überhaupt den Energie zu bedenken, zu decken? Oder ist schon in Ruhe, dass die anaerobe Glykolyse, also über Laktatbildung, das, was wir nicht wollen,
schon angeschaltet wird, weil selbst in Ruhe die Mitochondrien gar nicht mehr funktionieren. Und dann kann ich sehen, wenn ich jetzt aber die Energieanforderung habe, das kann jetzt durch eine Infektion sein, durch bestimmte Abbaureaktionen, also die Mitochondrien müssen arbeiten, kann ich sehen, wie hoch ist noch die Reservekapazität, was schaffen sie denn überhaupt noch? Also sie sollten schon so 400% noch schaffen. Ist das überhaupt noch möglich? Und wenn sie das schaffen, müssen trotzdem schon eventuell auch wieder die Laktatbildung dazu nehmen oder schaffen sie es über ihre Mitochondrien. Und dann kann man noch so verschiedene Hemmstoffe dazu tun oder sagen, geht das auch nur mit Fettsäuren oder sind sie nur abhängig von Glucose oder schaffen es auch über Aminosäuren? Das sind dann noch so Spezialuntersuchungen. Also darf ich da zusammenfassen? Ich meine, ich verstehe das noch nicht ganz, was ihr da sagt. Wenn der Körper über eine Mikronährstoffdatenbank analysiert ist und mir nichts fehlt an Mikronährstoffen, heißt das noch nicht, dass meine Mitochondrien optimalste Leistung vollbringen? Richtig, das müssen wir jetzt eben abgleichen. Das heißt, kann man das 100% übernehmen? Also wenn ich jetzt mit der richtigen Methode, also nicht jetzt im Serum, sondern wenn ich jetzt im Vollblut analysiere, reicht dann aus, diese Mineralstoffe oder beziehungsweise bestimmte Muster, muss ich vielleicht Selen plus Zink plus das haben, um dann zu sagen, dann ist die mitochondriale Funktion 100%ig oder 80%ig. Ja? Wie viel müssen sein? Und da wäre, das ist ja mein Lieblingsthema, eigentlich ausnahmsweise mal die künstliche Intelligenz ganz gut, ja, das mit anzuwenden, um diesen Algorithmus sehr schnell zu entdecken. Ja? Genau, den haben wir nämlich in der Datenbank noch nicht drin. Genau. Und der genau. muss integriert werden. Ja. Das Gesamt ist ein dynamischer Prozess. Mhm. Das entwickelt sich weiter. Wir sind ja vollkommen richtig. Was ja, und dann wäre es nämlich einfach zu sagen, machen wir nur korrekt die Mineralstoffanalyse oder was man machen muss. Und dann können wir auf die Mitochondrienfunktion schließen. Ja, aber vielleicht muss man dem Zuschauer, dem Zuschauer eins erklären, das ist ja ein ganz komplexes Thema. Das zu verstehen, komplex. Ja. Also ich habe auch lange gebraucht, dich zu verstehen. Aber du bist auch da wirklich absolute Expertin. Aber ich verstehe sie immer noch nicht. Also gut. Aber ich versuche mal Folgendes zu erklären. Liebe Zuschauer, stellen Sie sich das vor. Sie führen über längere Zeitraum dem Körper nicht die Energie zu, die Sie brauchen. Was macht der Körper? Der Körper funktioniert weiter. Aber er greift auf körpereigene Strukturproteine zurück. Mhm. Er geht an seine Substanz. Und dieses an die Substanz gehen kann man im mitochondrialen Bereich messen, kann man über die Mikronährstoffe messen. Aber die Menschen, wenn sie jetzt eine normale, routinemäßige Blutanalyse machen, auf der Serum oder teilweise auf der Vollblutebene, da bedeutet das, siehst du nicht die realen Defizite, weil der Körper sich schützt und alle Mechanismen des Knorpel, des Knochenstoffwechsels und andere Organsysteme zusammenbringt, um die Energie herzustellen und geht dann an seine Strukturproteine. Mhm. Und das kann man eben messen nur in der Zelle und nicht bei normalen Routine-Blutanalysen. Mhm. Und das ist genau der Grund. Das heißt, eigentlich kommen die Menschen zum Arzt, wenn schon funktionelle Störungen da sind. Ja, wie immer. Wir gehen erst zum Arzt, wenn es weh tut. Das ist schon so. Ja. Ganz genau. Vielleicht darf ich eins noch ergänzen zu den Mitochondrien. Würde mich interessieren, ob du das ähnlich siehst. Also wir haben jetzt gerade von der Nährstoffversorgung der Mitochondrien gesprochen. Ich sehe immer zwei Sachen. Das ist einmal die Nährstoffversorgung, wo ein Defizit sein kann und dementsprechend die mitochondrielle Leistungsfähigkeit. Also das heißt, dass die Gewinnung von ATP nicht funktioniert. Und das Zweite kann ja auch die strukturelles Defizit der Mitochondrien sein. Also eine Verletzung im Endeffekt der Mitochondrien. Also nicht nur die Nährstoffe, die dann fehlen, sondern auch eine Verletzung. Richtig. Und das kann man durchaus durch die Untersuchungen sehen. Da haben wir so Ergänzungsuntersuchungen, dass wir die Komplexe der Mitochondrien einzeln analysieren können. Ist da etwas oder Signalwege? Also das wäre dann sozusagen die nächste Stufe, um dann genau zu schauen. Ja, es kann einfach sein, wenn die mitochondriale Membran nicht richtig zusammengesetzt ist, also die falschen Fettsäuren drin sind, dann können diese Komplexe, die letztendlich für die Energiegewinnung zuständig sind, die stellt man sich so nebeneinander vor, ist aber nicht so, die sind so in Komplexen zusammen. Und wenn die Membran nicht richtig zusammengesetzt ist, dann können die nicht zusammenarbeiten. Mhm. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ein zweiter Punkt ist aber auch, dass durch Sauerstoffradikale oder zu lange Stressreaktionen oder durch mangelnde Versorgung Sauerstoffradikale gebildet wurden, die einmal natürlich auch die Membran schädigen können, also das Lipidperoxidation, dass sie dann nicht mehr wirkt, aber auch die mitochondriale DNA geschädigt wird, weil die Mitochondrien stammen ja von Bakterien ab, als Überbleibsel noch eine eigene Desoxyribonukleinsäure, also Erbsubstanz. Und wenn die beschädigt wird, dann können die Proteine nicht mehr korrekt gebildet werden. Und dann haben die Mitochondrien ein Problem, dass wir durch Mineralstoffe nicht mehr ausgleichen können. Genau. Ja, da müssen wir ganz andere Mechanismen machen, weil wir haben das Glück, dass die Mitochondrien unabhängig von der Zellteilung
zerstört werden können, also Mitophagie als Haupt, als Fachwort, und wieder neu gebildet werden können. Das heißt, wir können da eingreifen durch verschiedene Sachen. Hyperbare Sauerstofftherapie, Hypoxie, Infrarotsauna, also verschiedenste Therapien gibt es dort, die man machen kann, um das dann wieder anzukurbeln. Also erstmal Abbau der geschädigten DNA, also Mitochondrien, die kaputt sind, und dann aber eine Vermehrung der guten Mitochondrien. Ja. Und wir haben noch gar nicht relativiert, dass eine unglaubliche Anzahl der Erkrankungen Mitochondriopathien sind. Ja. Mitochondrien können sich nicht immer wieder neu bilden. Die sind angelegt, und durch diese Antibiosen, die sich gegen Bakterien richten, intrazellulär auch gegen Mitochondrien, teilweise irreversibel geschädigt werden. Und die Ausstattung auch einer Zelle mit Mitochondrien ist ja so different. Also wie klug, dass das Leben die Herzzelle mit weitaus mehr Mitochondrien ausgestattet hat, 3.000 bis 4.000, weiß nicht. Aber ich habe mich gewundert, 20 Jahre, wieso reden wir nicht von Tumorerkrankungen am Herzen? Wie der Körper diese Dinge auch für sich jongliert. Was bedeutet, wenn das Herz ausfällt, dann ist das Leben beendet. Wie sehr investiert das Leben in die weibliche Eizelle? Ja, weiß ich, 30.000 oder neulich habe ich sogar Zahlen gelesen, noch eine Null dran. Ja. Aber das Kind bekommt nicht die Mitochondrien vom Mann, sondern die sind im Ende des Spermas, dass das Sperma mit Speed natürlich diesen Weg übergehen kann. Aber das ist so interessant und es ist so wichtig, biochemisch zu verstehen. Aber ich glaube, medizinisch müssen wir uns alle ein bisschen mehr verneigen vor dem, was die Natur auch von uns erwartet, und eigentlich nur die Lebensprozesse verstehen und die Lebensprozessen wieder eine gesunde Grundlage geben, ganz abgesehen davon, dass es noch eine Stufe tiefer geht. Aber auf dieser mitochondrialen Ebene, glaube ich, sind wir medizinisch mehr gefordert, weil sonst wird es nicht gelingen, wenn ich nicht die Voraussetzungen zumindest. Da hat Petra vollkommen recht, und deswegen ist es ja so, ich bin nie, auch in Köln an der Sporterschule, nie der große Biochemiker gewesen, aber als Sportwissenschaftler. Aber ich musste mich wirklich mit einer Zeit mit dieser biochemischen auseinandersetzen, um es zu verstehen. Natürlich. Und das wissen Sie, das muss, Biochemie ist auch nicht, wird nicht geliebt, wird nicht geliebt bei vielen Medizinern, nicht geliebt, aber trotzdem gibt es Grundsätze, die wirklich integriert werden können, um damit besser Dinge verstehen zu können. Und das ist einfach so. Meine Uhr vibriert schon wieder die ganze Zeit. Nein, aber ich habe doch noch zwei Inputs. Frage, ich habe Fettsäuren gehört und die waren jetzt in der Diskussion nie von Fettsäuren gesprochen. Ist es denn auch gut, wenn man Omega-3 zum Beispiel für die Mitochondrien einsetzt? Ja, es gibt sehr schöne Untersuchungen, wo man die Mitochondrienmembran verändert hat, also künstlich zusammengesetzt hat mit verschiedenen Fetten, Omega-3, Omega-6-Verhältnisse, und gesehen hat, dass ein optimales Verhältnis schon wichtig ist, damit das eben richtig funktioniert. Wir haben gerade in der Studie festgestellt, dass ein Omega-3-Index von 3,5% freie Fettsäuren durch die gezielte Zufuhr von 3.400 Milligramm EPA-DHA innerhalb von 12 Wochen im Rahmen der Studie sich auf 10 bis 12 erhöht hat und dadurch tatsächlich die Permeabilität, die Durchlässigkeit der Zellmembran sich verbessert hat. Und zwar gemessen mit anderen Maßnahmen, zum Beispiel mit dem Phasenwinkel. Da konnte man ganz viel erkennen. So, es vibriert immer noch. Noch eine Frage. Du hast noch von Sauerstoffradikalen gesprochen, aber ich sehe aber auch bei vielen Messungen, dass die Menschen heutzutage viel zu viel atmen, viel zu viel und fast hecheln, fast hyperventilieren in der Atmung. Gibt das nicht auf? Das ist doch auch Stress letztendlich, wo Sauerstoffradikale dann bildet. Hyperventilieren, klar, wenn man richtig atmet, das ist auch ein Punkt, ja, das ist richtig, zusätzlich noch, ne? Also die Durchblutung muss natürlich richtig sein, ja. Was können die Zuschauer jetzt machen? Jetzt einfach eine ganz schnelle Zusammenfassung, also meine, vom Glücklichsein und guten Schlaf haben wir angefangen. Mikronährstoffanalyse heißt, ich muss mal zu einem Arzt gehen und der mal schaut, über eine Mikronährstoffdatenbank mich analysiert, was fehlt mir, was brauche ich? Und wird dann in dieser Analyse auch gleich geschaut, wie die Mitochondrien bereits funktionieren und laufen? Das Thema, was ich nicht ganz verstanden habe. Nein, das wäre eine zusätzliche... Die Voraussetzung. Aber die Voraussetzung ist da in den Mikronährstoffen. Ja, genau. Aber es geht.
Also man kann es messen. Das heißt, ich gehe zum Arzt und sage, ich möchte gerne schauen, wie meine Mitochondrien für eine Leistung bringen und eine Mikronährstoffanalyse. Ja. Ja. Punkt. Ja. Und das ist etwas, was wir jetzt aus dieser Runde herausgeschält haben, ist etwas enorm Sinnvolles, weil die Versorgung nicht da ist und aus einem Mangel heraus sich immer Krankheiten entstehen können. Gut. Stressverhalten haben wir diskutiert, auch noch kurz. Der Löwe ständig im Raum drin zu haben, ist einfach Gift für die Mitochondrien. Und dann noch eine abschließende Frage. Ich habe mal gelesen, ein 80 Kilo schwerer Mensch produziert 80 Kilo ATP am Tag. Ja. Ist ja schon verrückt. Genau, es kann nicht auf Vorrat produziert werden. Deswegen ist immer dieses Gucken, habe ich genug, muss ich mehr produzieren. Fangen Sie mich jetzt nicht, wieso das so ist. Das ist der Körper, ja. Das ist ein Wunderwerk. Ein Wunderwerk. Ja, das ist jeden Tag. Ihr seht es gerade, ne? Ja, jetzt hat es mich gesehen. Das, ja, das, ja, nicht nur, das würde ja bedeuten, dass ich gar nicht so schwer bin. Ja, das ist alles bei mir ATP dann. Ja, wahrscheinlich, wo im Moment gerade produziert werden, die du wieder verbrauchst. Gell? Ja, aber daran sieht man doch auch, dass er sich jeden Tag neu kreieren muss. So, oder? Und wenn die Dinge nicht da sind, dann geht das eben nicht in der gleichen Qualität. Wow. Und sich erfreuen, wenn die Vögel, ne, jetzt kurz vor, jetzt im Herbst, ne, wenn die sich formieren, ja, diese Formierungsflüge machen. Genau. Das ist Wahnsinn, ja. Das ist, der ganze Baum ist voll, ne, und dann fliegen sie zum nächsten Baum und es ist traumhaft. Mhm. Ja. Traumhaft ist jetzt auch diese Runde gewesen. Das ist das Format Kolloquium, weil hier ein ganz anderes Niveau erreicht werden kann durch diese Interaktivität von verschiedenen Wissenschaftlern und Experten. Und ich bedanke mich ganz herzlich in dieser Runde. Liebe Petra, herzlichen Dank. Liebe Elmar, Alexander und Brigitte, ganz herzlichen Dank für die Ehre dieser Sendung. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hoffen wir, dass wir ganz viele Anregungen geben konnten, zu zeigen, wo man wirklich mit der Gesundheit anfangen sollte. Und gewisse Irrlehren, dass halt leider diese Nahrungsmittelvielfalt, die wir heute haben, keine Vielfalt mehr ist und bei weitem nicht mehr alles beinhaltet, was wir haben müssen, haben wir heute eigentlich auch dargelegt. Einfach zu schlucken, haben wir auch gehört, ist nicht der richtige Weg, denn hier können wir ganz vieles falsch machen. Lassen Sie sich bitte von einem Arzt betreuen oder beraten oder durch Messungen zeigen, was Sie wirklich brauchen. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrem Weg, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.